Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ich fange mit dem 9. Sila an. Das 9. Sila heißt, mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Die ausführliche Version des Leidens für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, wenn ich mich von Gefühlen der Wut mitreißen lasse, gelobe ich, meine Gefühle der Wut und des Ärgers anzunehmen und zu umarmen. Mir ist bewusst, dass die äußeren Auslöser für Wut und Ärger nicht die Ursache dieser Gefühle sind, sondern meine Gedanken, für die ich Verantwortung übernehmen kann. Ich weiß, dass Wut und Ärger für die Person, die sie empfindet, mit Schmerzen einhergehen, die von unerfüllten Bedürfnissen herrühren. Ich bin entschlossen, meine eigenen Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Ich bin bereit, Wut und Ärger anderer einfühlsam zu empfangen und so zuzuhören, dass wir gemeinsam zu tiefem Verstehen gelangen. Das ist das 9. Sila. Bei meinem Aufenthalt im Tempel in Japan habe ich beobachtet, dass unser Roshi ganz unterschiedlich mit Wut und Ärger umgegangen ist. Beispielsweise bei einer feierlichen Zeremonie, da hat der Jisha ja in einer Weise den Tee verschüttet, dass einem nur die Haare ausfallen konnten. Der Roshi hat da völlig gelassen gesessen und als würde er einem Naturschauspiel beiwohnen, hat er sich die ganze Szene angeguckt. Alle anderen waren in Panik, was wohl jetzt sein würde, ja. Und bei ihm war einfach nur da. Saß da, fertig. Dann gab es eine Neujahrszeremonie. Da war lange eingefädelt, wie diese Zeremonie ablaufen sollte, nämlich dass die höchsten Würdenträger des Tokuji schon in der Hondo aufgereiht warten würden. Dann gab es da den Trommelmönch, den Trommelmeister, ja, der diese große Trommel mit den großen Nägeln drauf und dann badum, badum, in so einem Fünferrhythmus schlug, ja, und Ichi-san, unser Jiki, der sollte die Sendo, also uns, dann in die Hondo führen, ja, die anderen waren schon da. Und der Roshi mit noch einigen hochstehenden Äbten, der sollte dann gemeinsam sozusagen mit uns dann da in die Hondo einziehen. Und die Glocken klingelten und wir waren alle da bereit in der Sendo und warteten und es war klar, die Oshos da, die stehen da schon in der Hondo. Der Roshi wartet, dass wir da kommen. Ja. Und Ichi-san erschien nicht. Ja.
und wir mussten da in seine Schlafgemächer vordringen. Und er lag besoffen in der Koje. Ja? Da haben wir ihn da rausgeholt, gemeinsam, ja, ihn da auf seinen Jiki-Platz gehievt. Und dann haben wir versucht, das endlich so in Gange zu bringen. Ne? Die Glocken läuteten da so wie hier so tak, 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 tak und so weiter. Alles wartete da. Ja, und dann mit dem torkelnden Ichi-san voran, ja, sind wir dann alle in der Schlange hinter ihm her und am Roshi vorbei, ne, Ichi-san, so eine Fahne, man konnte es also schon auf Meilen riechen, was passiert war. Also die anderen Oshos waren keineswegs begeistert und der Roshi, der hat auch keine Miene verzogen, weil er sich ganz auf die Zeremonie konzentriert hat. Aber man merkte schon, also es war in ihm am Gehen. Ja. Naja, und dann fand diese Zeremonie statt. War natürlich, Ichi-san hat das mit den Sutren-Singen schon hingekriegt. Die kannte natürlich alle total auswendig. Ja, da haben einige Sake-Fässchen nichts bewirkt, aber die ganze Konstellation, das Neujahrsfest, das ist das heiligste Fest im ganzen Buddhismus. Ja, wird 5 Tage lang in Japan gefeiert. Und ausgerechnet da am Neujahrsmorgen, ja, das war eigentlich so ein Anlass, wo man wirklich aus der Haut fahren konnte, ja, als Meister. Aber das haben wir nicht mitbekommen. Ichi-san wurde zum Interview bestellt beim Roshi und was da nun gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber es hatte schon Konsequenzen, weil nämlich der Roshi hat irgendwann seine Nachfolger veröffentlicht und da stand drin, dass Ichi-san auch durchaus als Nachfolger in Frage kommt, wenn er sein Alkoholproblem in den Griff bekommt. Also es stand in so einer buddhistischen Zeitung, da könnt ihr sehen, dass da war doch ganz schön viel Wumm dahinter. Ja? Also ob dann das Alkoholproblem benannt wurde, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber auf jeden Fall, dass er da noch ein wichtiges Problem da bewältigen muss. Ja? Und das war natürlich für Ichi-san hart, das zu lesen, ja. Die anderen, die standen alle mit Namen und dass sie Roshis Nachfolger sind. Und bei ihm stand, dass er potenziell dazu in der Lage ist, aber dass da noch was fehlt, ja. Na, dann habe ich den Roshi erlebt bei einem relativ harmlosen Anlass, wie ich dachte, ja. Und zwar im Tokayan-Tempel, der im Myoshinji liegt und nicht, wie Hinak Polenski schreibt, der Myoshinji im Tokayan-Tempel. Ja. Der hat nämlich einen Nachruf auf den Roshi geschrieben, in dem er irgendwie sich als Schüler des Roshis so ein bisschen so drapiert, aber dieser Schuss ist leider völlig daneben gegangen, weil er lauter Sachen verwechselt hat. Er war eben nicht da, ja. Gut, also der Tokayan-Tempel ist der zweitwichtigste Tempel im Myoshinji-Komplex. Er liegt deshalb sehr zentral und um die zentralen Tempel herum gehen so gepflasterte Wege. Und zu unserem Samu-Bereich gehörten vor den Tempelmauern so gehakte Kiesbeete, auf denen teilweise Kiefern standen und so. Und morgens, da waren wir Deutschen dran, diesen äußeren Bezirk, also was vor den Mauern war, da zu säubern, die Nadeln wegzusammeln und den Kies zu haken. Ja. Und das war irgendwie so eine beschauliche Arbeit. Da hat man da
so einen speziellen Bambusbesen, so einen kleinen und so eine taschenschöne Geräte, eigentlich alles so ökologisch in Ordnung, ja, diese bambusgeflochtenen Taschen und diese Besen. Da haben wir da also gesessen und dann die Nadeln rausgeholt aus dem Kies. Man staunte, was so ein Baum so in so einer Nacht immer abwirft. Ja. Ganz schön, was zusammenkam. Ja. So zwei, drei solche Mulden hatten wir mal voll mit Nadeln. Naja, und dann wurde das Ganze natürlich gehakt mit so einer speziellen Rechen. Und wenn wir dann fertig waren und so unser Werk noch einmal zufrieden anschauen konnten, dann kamen etwa 5 Minuten später diejenigen, die wir die kleinen Teufel nannten. Das waren 3- bis 4-Jährige, die in dem Myoshinji Kindergarten waren und die mit freiem Oberkörper da so eine Art Morgenlauf veranstalteten und für die das eine schöne Abkürzung war, nicht da auf diesem Plattengang lang zu gehen, sondern über die gerade frisch gehakten Beete da zu rennen. Ja? Und die sahen natürlich völlig verwüstet danach aus. Könnt ihr euch vorstellen, da 50 Kinder da so rübertoben. Ja? Ist alles vorbei, was man da vorher investiert hat. Das hat uns dazu veranlasst zu sagen, gut, die Nadeln sammeln wir weg, aber diesen Kies da nochmal zu haken, das lohnt sich ja gar nicht. So eine Mühe und so. Und die trampeln das ja sowieso gleich wieder. Ah, das hat der Roshi mitgekriegt, ja. Und da gab es einen gewaltigen Anschiss dafür, ja. Was wir uns einbilden, dass wir das da nicht haken und so, so dass unsere Aufgabe ist. Und ich hab mich gestaunt, wie viel Zorn er da aufbieten konnte, um das rüberzubringen an uns, ja. War echt nachhaltig. Also. Naja, und dann hat er ja, wir dann noch versucht, so Widerworte zu finden, so europäisch irgendwie so unverständlich getan und so. Und das ist doch so, wird dann mal alles gleich niedergetrampelt und wozu das alles und so. Und dann sagte der, ja, was wir wohl dächten, wie es ihm ginge, mit uns da jeden Tag Kornarbeit zu machen. sozusagen und den Stillstand der geistigen Entwicklung zu beobachten. Ja. Das hat er nicht so ausgedrückt, aber auf jeden Fall hat er in dem Zusammenhang daran erinnert, dass wir auch durchaus noch Potenzial haben. Ne? Also da habe ich so gesehen, dass er so einen richtigen Wutausbruch hatte oder Ärger da so richtig rausließ. Und das war auch das einzige Mal. Und dann habe ich noch gehört von einem Freund, der damals im Tokayan-Tempel war und dessen Japan-Visum auslief. Und das musste einfach verlängert werden. Da musste man zu so einer Polizeistation gehen. Und der hat gesagt, ach Gott, jetzt... Wenn ich da 3 Tage später komme, das wird ja wohl nicht so wild sein. Dann werden wir das ja wohl verlängern und so. Und der kam da auf die Polizeistation und der hat sich einen mordsmäßigen Anschuss und Andonnern da abgeholt. Also der hat gesagt, das könnte man sich gar nicht vorstellen, wie die ihn da angepfiffen haben. Was er sich dächte, ob er nicht lesen könnte, was da draufsteht an zeitlicher Begrenzung. Es wäre kein Problem sein, Visum zu verlängern. Aber so eine Missachtung der Autoritäten, einfach den Termin verstreichen zu lassen, keine Entschuldigung, er wäre nicht krank gewesen, gar nicht, einfach nur so verdölmern und so. Der kam also zurück, schweißgebadet von dieser Ansprache da bei der Polizei. Also das war klar, dem wäre das auch nie nochmal passiert. Ja. 5 Tage oder sowas, ein Visum zu überziehen. Da gab es so auch scheinbar so eine Art Übung,
seinen Ärger irgendwie zu zeigen. Ja? Da bei den Autoritäten, die ihm dann nicht so hier wie bei uns Bußgeld und so weiter. Na, sie hören noch von uns. Nee, da hast du gleich gehört, ja. Das ist so, was mir da in dem Zusammenhang so aufgefallen ist. Deshalb diese Sache mit mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Also mitreißen hat sich der Roshi da nicht. Aber er hat seinen Ärger eben stellenweise ausgedrückt. Ja? Er hat ihn rausgelassen, ja? Weil es ihm sich irgendwie sinnvoll erschien, mit seinem Ärger gesehen zu werden. Er musste nicht. Er war nicht in der Verfassung wie wir so häufig, dass wir einfach eine Reaktion haben und mit Ärger rauskommen und ziemlich unreflektiert dabei sind. Ja, einfach so. Wir leben ja in einem Land, wo mit Schuld und Ärger gedealt werden. Das sind ja unsere größten Drogen hier in diesem Land. Ja. Also wir haben alle diese Perfektionsansprüche oder sowas, ja. Und wenn das dem nicht genügt wird, dann wird halt der Ärger rausgelassen bei irgendwelchen Anlässen, ja. Das heißt, wir denken ganz schnell solche Sätze wie, der sollte sich anders verhalten oder unmöglich. Wir haben irgendwelche Urteile über andere Menschen, ja, Idiot und so. Ich bringe ja immer das Beispiel vom Straßenverkehr. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute immer vor die Bahn schmeißen, ja, die Selbstmörder. Da suchen sich immer die Bahnstrecke da Hamburg, Lüneburg, Hannover aus. Ne, da sind irgendwelche geeigneten Brücken oder da kann man sich in der Kurve gut auf die Gleise legen, wer weiß. Auf jeden Fall, dieser Aufwand wäre gar nicht nötig. Die können sich ganz gechillt in ihr Auto setzen und einfach mal 3 Grünphasen vor der grünen Ampel stehen bleiben. Ja? Da werden sie da an Ort und Stelle gesteinigt. Ja? Also, na, wem sowas passiert, ja, dem gehört rüber, runter und weg hier und so. Also das kann wirklich Ärger hervorrufen bei anderen Verkehrsteilnehmern, wenn man sich so verhält. Ja? Und Konsequenzen haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich selber in große Wut hineinkomme? Und ich habe ja hier geschrieben, gelobe ich meine Gefühle der Wut und des Ärgers anzunehmen und zu umarmen. Das ist mir wichtig, weil in Buddhistenkreisen, da gibt es so diese Heilignummer, was den Ärger angeht, die einen total abnervt, ja, weil die nämlich so tun, als ob sie da völlig drüber stehen, ja, aber man weiß, die ballen da die Faust in der Tasche und sind da total sauer und so und bringen auch kein Lächeln mehr zustande, selbst wenn der Buddha immer mit Halblächeln da sitzt. Also so, das ist verheerend, ja. Also nicht ausgedrückter Ärger ist sehr sprengt in sozialen Zusammenhängen. Ja? Das fordert dann den Ärger bei anderen heraus. Die drücken das stellvertretend aus oder die gehen dann auf die Palme, weil derjenige seine Gefühle da gar nicht zeigt oder sowas. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ja? Das heißt, die Gefühle von Wut und Ärger, dass die da sind, das ist schon mal wichtig, dass man das akzeptiert. Ne? Ich bin jetzt stinkesauer und so weiter. Und in meinen Augen bist du eben der Oberarsch und so. Das sind so meine Begleitgedanken. Also das mir erstmal klar zu machen, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Die Frage ist, ob man das gleich so ausdrückt, wie es in einem vorgeht. Ja? Wenn man denkt, du Idiot, dass man dann auch gleich sagt, du Idiot.
Denn häufig ist es so, dass die so Angesprochenen überrascht sind von dieser Diagnose, die wir ihnen stellen. Und dann schlagen sie ihrerseits zurück. Ja? Dann beginnt da so ein Kampf Ärger gegen Ärger. Und die Frage ist, wer hat denn zum Schluss verloren? Der kann sich dann gefälligst schuldig fühlen und soll sich dann entschuldigen oder sonst was. Ja, und der andere hat gewonnen und der darf dann sagen, wo es lang geht. Ja. Das ist ein übliches Ritual. Ja. Also, das bringt wenig. Ne. Deshalb, also in der Sangha wäre es hilfreich, erstmal seine eigene Wut und seinen Ärger zu akzeptieren und dann damit umzugehen, entweder alleine. Man kann das natürlich in der Meditation erforschen. Man kann auch relativ schnell vielleicht bemerken, was einen schmerzt hinter dem eigenen Ärger. Und auf diese Weise vielleicht seine Ärgergedanken zu entschlüsseln hinsichtlich der unerfüllten Bedürfnisse, die dahinter stehen. Ja. Vielleicht brauche ich Wertschätzung oder vielleicht brauche ich Nähe oder vielleicht brauche ich Unterstützung. Oder es gibt lauter solche Bedürfnisse, die wir ohne weiteres nachvollziehen können, die halt hinter den Ärgergedanken stehen und die von den Ärgergedanken überdeckt werden. Das ist das Tragische, dass die Ärgergedanken uns von diesen Bedürfnissen und damit von dem, was in uns eigentlich lebendig ist, abschneiden. Wir kommen da nicht so ohne weiteres dran. Und so eine Ärgerorgie, die kann man unbegrenzt ausdehnen. Das kann man so in 2 Minuten abhaken, aber man kann das auch 4 Stunden lang machen. Ja. Und das Schlimme daran ist, das ist ja eine lebensverkürzende Gewohnheit, die wir da haben, wenn wir uns ärgern. Weil wir produzieren im Ärger Adrenalin, das das ganze Blut überschwemmt. Ja. Und das braucht 4 Stunden, bis es wieder abgebaut ist, wenn wir den Ärger nicht nutzen, um herauszukriegen, was denn das Lebensdienliche an diesem Ärger eigentlich ist. Was also die Bedürfnisse, die da im Mangel sind, was die da eigentlich sind. Wenn wir das rausbekommen haben, dann sind wir ganz gut dran. Das merken wir schon daran, dass unser Ärger, der shiftet, der geht weg. Auch die Wut und da kommen andere Gefühle hoch, Trauer oder Frust oder manchmal auch sogar Erleichterung, weil ich plötzlich weiß, was ich brauche. Denn wenn ich wieder weiß, was ich brauche, dann kann ich ja für mich gehen. Dann kann ich aus der Opferrolle aussteigen. Na, dann bin ich ja nicht, ist ja mein Tag nicht deshalb vermiest, weil der andere sich, mein Partner, so und so verhalten hat, sondern dann weiß ich ja, da sind die und die unerfüllten Bedürfnisse und dann kann ich mich für die einsetzen. Dann kann ich entweder selber dafür sorgen, dass sie erfüllt werden, ich kann jemanden bitten oder was auch immer. Ich habe dann verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall die Auflösung des Ärgers, indem man die Bedürfnisse, die zentralen Bedürfnisse hinter den Ärgergedanken herausbekommt, führt zu einer subjektiven Rückermächtigung. Wir kommen wieder mit unserer Kraft in Kontakt und jetzt können wir dafür gehen. Und was der andere da, ob der da morgens beim Frühstück mit der Zeitung gewedelt hat und mit dem Börsenbericht vor die Nase gehalten hat, das ist Tritt zurück. Das ist nicht mehr wesentlich. Ja. Wesentlich ist, ja, ich hätte da Austausch gebraucht, ja, hätte mir ein Gespräch gewünscht, hat nicht stattgefunden. Kann ich aber irgendwie an der anderen Ecke noch kriegen. Ja. So, das ist das Hilfreiche. Und wenn es mir gelingt, meinen Ärger auf diese Weise vollständig auszudrücken, dann kann ich das ja auch natürlich jemand anders sagen. Ja?
Da kann ich sagen, als das und das passiert war, habe ich im ersten Moment das und das gedacht. Dann habe ich gemerkt, oh Mann, das kann ich nicht einfach hier mal so eben schlucken. Da fehlt mir doch das und das und ich bräuchte das und das. Wenn ich dann daran bin, das kann ich alles kommunizieren. Ich kann sogar meine Gedanken bekannt geben als meine Gedanken. Nicht du bist, was im Ärger natürlich mit Vorliebe tun, ja. Zum Nichtsmerker wie du, also den sollte man hier aus dem Session verbannen oder sowas. Na, also diese Art nicht, ja, sondern ich sage, ach, als ich dich da gesehen habe, da habe ich im ersten Moment gedacht, mein Gott, muss denn das Rad wieder von neuem erfunden werden, ja, und auf der Flamme wollten wir doch nicht mehr kochen und so weiter. Das weiß doch jeder, dass das hier nicht so richtig funktioniert und so. Nee, ich kann dann gleich übergehen zu den Bedürfnissen von mir, die im Mangel sind und kann sagen, ja, und ich brauche gesehen werden mit meinem Engagement dafür, für das Funktionieren der Küche zu sorgen. Wie geht dir das, wenn du es so willst? Hm? Ah ja, ach so. Ich dachte schon, du wolltest mir hier einen reinbraten. Ja? Nee, wollte ich gar nicht. Wollte für mich eintreten. So. In dieser Weise können wir mit Wut und Ärger konstruktiv und produktiv umgehen. Und wenn wir darüber meditieren, was man natürlich machen kann, dann aber auch in der Weise, dass wir unsere Ärgergedanken uns vor Augen führen und die dann entschlüsseln im Hinblick auf die Bedürfnisse von denen, die künden. Ja, und für die dann gehen. Wir können auch für uns still beschließen, ich setze mich dafür ein. Ja, ich muss dafür nicht unbedingt andere haben. Nur zu tun, als würde ich mich nicht ärgern, das ist verheerend. Ja? Also dann lieber destruktiv rauslassen. Das ist dann noch irgendwie hinnehmbar. Manche Leute sagen, es wäre Ärger, es wäre ehrlicher, seinen Ärger so rauszutönen. Ja? Das ist es nicht in meinen Augen. Das ist eine Vorstellung, dass das ein Ausdruck von Authentizität ist. Es ist nämlich gerade nicht authentisch, weil ich nämlich nicht mit den Lebensmotiven, die mich bewegen, in dem Moment in Verbindung bin, sondern nur mit den Gedanken, die mich davon abschneiden. Ja, mit abgeschnittenen Gedanken kann ich keine große Ehrlichkeit herstellen. Ja. Und das spürt man auch. Ja. Die Leute, die vorbeigehen, sagen, ja, richtig ab, es wird schon wieder oder sowas. Weil die merken, dass das unproduktiv ist, wenn ich da nur rumhetze und sage und so. Ja. Nee, wenn ich an meine Bedürfnisse rankomme, gut, dann ist es gut. Ja, dann kann ich das ausdrücken. Okay, so, das war jetzt hier zu dem Punkt, mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Also wichtig ist, die Wut wahrnehmen, sie akzeptieren, sie transformieren, indem ich die Anlässe nehme, meine Gedanken darüber mir klar mache und diese Gedanken wieder mit dem Leben in Verbindung bringe, also mit meinen Bedürfnissen. Dafür gehe ich dann, ja. Und genauso kann ich auch mit dem Ärger anderer anders umgehen, als einfach Ärger mit Ärger zu erwidern, die übliche Methode, ne, im Normalleben. Wir können auch den Ärger einer Person hören und wissen, er spricht von seinen Gedanken und er ist im Schmerz und er braucht Einfühlung für seine ihm im Augenblick noch unbewussten Bedürfnisse. Und diese Unbewusstheit führt ihn dazu, in die Opferrolle zu gehen. Ja? Und das ist nicht schön, ihn darin einfach so alleine zu lassen. Ich kann durch einfühlsames Zuhören dazu beitragen, dass er aus dieser Rolle wieder rauskommt. Das ist ein Segen, den können wir uns als Sangha jederzeit bieten, wenn uns die Mechanik dieses
Rumwütens und so bewusst ist. Also sein Ärger, seine Wut zu zeigen, das ist auch ein eigenes Bedürfnis. Ja? Man möchte manchmal einfach nur gesehen werden mit seinem Ärger. Man will ja nicht immer wie die heilige Jungfrau Gottes da rumlaufen, na, die durch nichts beeindrucken ist und so weiter, nichts erschüttert, immer Mona Lisa-artig durchs Leben läuft. Nee, ab und zu möchte man gerne mal, dass der andere weiß, dass man mit Explosivstoff aufgeladen ist. Ja? Das ist für den vielleicht eine wichtige Information, bevor er zu seinem Pokerabend geht. Und das ist ein eigenes Bedürfnis. Ja? Und in diesem Sinne ist das auch sinnvoll, das zu tun. Ja? Also, dass Sila sagt nicht, du darfst deinen Ärger nicht nach außen zeigen oder irgend sowas. Nee, aber wir wollen auch durchaus die produktiven Wege nutzen, die es da gibt, um konstruktiv damit umzugehen. Ja? So, jetzt bin ich beim 10. Sila. Da habe ich jetzt hier formuliert, hoffe, das findet eure Zustimmung. Das 10. Sila heißt, nicht die drei Kostbarkeiten Buddha, Dharma, Sangha lästern. So, also daraus habe ich jetzt die Langform gemacht. Des Leides für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, wenn die drei Kostbarkeiten Buddha, Dharma, Sangha verachtet werden, gelobe ich den Segen der drei Kostbarkeiten für die Praxis jederzeit zu verdeutlichen. Ich bin mir bewusst, dass jedes Mitglied der Sangha das Potenzial zum vollständigen Erwachen hat. Ich bin mir gewiss, dass das Studium der Lehre des Buddha mich in der Verwirklichung des Erwachens fördert. Und bin mir darüber im Klaren, dass die Sangha mich darin fördert, ein Herz mit der Gemeinschaft der Übenden zu werden. Ich bin dankbar für die Kraft der Gemeinschaft, mich in schwierigen inneren Prozessen zu begleiten und trage dazu bei, das Gruppenwesen der Sangha zu nähren. Ich bin entschlossen, den Gemeinschaftsgeist wachzuhalten, die Gesetze des großen Lebens gründlich zu studieren und den Buddha als meinen Lehrer anzuerkennen. Mir ist bewusst, dass ich jederzeit frei bin, die Erkenntnisse des Buddha aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Hier und Jetzt zu überprüfen und mich von einengenden Konzepten zu lösen. Das ist jetzt meine Version. Was bei diesem Sila für mich wichtig ist, ist, wenn wir selber versuchen, erstmal achtsam mit den drei Juwelen umzugehen. Ihr seht ja, ihr kommt in den Doksan-Raum und macht drei Verbeugungen. Diese drei Niederwerfungen sind eine Ehrung von Buddha, Dharma, Sangha. Sie sind keine Verehrung des Lehrers, der da sitzt oder wer auch immer da gerade vor einem sitzt, ja? Sondern wir werfen uns, nachdem wir reingekommen sind, das erste Mal nieder und ehren damit unser eigenes Potenzial zu erwachen. Bei jedem Doksan macht ihr erstmal, hey Inga, du hast es drauf, du kannst erwachen, sagst du zu dir selber, ja? Oder? Ja? So. Jeder von uns, ihr kommt rein, werft euch nieder und dann vergewissert ihr euch, jawohl, ich bin auch demnächst Buddha oder was weiß ich. So, das ehren wir mit der ersten Niederwerfung. Dann kommt die zweite, da nähert man sich schon der Gesprächssituation mit dem Lehrer an. Ja? Und da ist das Thema Dharma. Wir ehren da den Dharma. Und der Dharma ist der Inbegriff der Lebensgesetze, der Gesetze des großen Lebens, die der Buddha intensiv studiert hat und die auch für uns von größtem Interesse sind. Und wo wir immer um das tiefe Verstehen dieser
die Lebensgesetze ringen, wissend, dass sie zum großen Teil für uns geheimnisvoll bleiben und dass wir da nach dem Prinzip Trial and Error ständig unterwegs sind und deshalb auch nicht verwundern sind darüber, dass uns ab und zu mal auf dem Weg so dicke Balken gegen die Stirn knallen und so. Das ist einfach, weil wir eben dieses Trial and Error Ding drauf haben. Ja? Und so müssen wir auch sein. Also die Bereitschaft, Fehler zu machen, gehört auch zu den Gesetzen des Lebens dazu. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre gar keine Entwicklung möglich. Ja? Also wir plempern den Tee auch mal vorbei und so weiter. Und wir wissen dann, aha, die Tasse andersrum, die Kanne weiß der Himmel. Ja, also das ist irgendwie, das gehört zum Leben auch dazu. Ja? Diese Gesetze des großen Lebens sind Gegenstand der Koan-Bearbeitung. Und ich war mal sehr verzweifelt bei einem Koan aus dem Hekiganroku. Das musste ich mit dem Roshi so schriftlich bearbeiten und das war irgendwie eine Mühsal, weil das ging nicht per E-Mail, wie man das heute machen würde. Ne? 5 Minuten später hast du eine Antwort, practice again oder sowas. Nee, das war aufschreiben, deine Koan-Antwort. Eine Woche ging der Brief nach Japan. Dann hoffen, dass der Roshi den gleich beantwortet, mindestens noch eine Woche. Also nach 14 Tagen wusstest du, was ist aus deiner Koan-Antwort geworden. Ja? Und dann stand da nach 14 Tagen, ja, please practice again. Ne? Kannst du natürlich aus der Haut fahren. Ja? So, Sila Nummer 9 dann. Ne? Und da habe ich irgendwann mal dem Roshi geschrieben, diese Koan-Sache, das nervt mich. Ich komme damit nicht mehr weiter. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Das ganze Zen ist doch irgendwie, kannst in die Tonne treten. Und da hat er mir einen sehr liebevollen Brief zurückgeschrieben und sagte mir, I am sorry, but you cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Na gut, dann bin ich damit umgegangen. Ja? Also bin ich dran geblieben und so. Habe es auch gelöst. Also seht ihr ja, ne? Stünde ich hier nicht vor euch. So, die Gesetze des Lebens und das, was wir hier im Zen üben, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Ja? Wenn es für Außenstehende auch oft merkwürdig aussieht, wie wir hier miteinander umgehen, in Schlange und Gänsemarsch gehen und schwarze Gewänder tragen und so. Andere fragen sich, was hat das mit Lebensfreude zu tun? Ja? Tja, hat es. Kann man nicht so gleich nachempfinden, aber mach mal mit, da wirst du es schon merken. Ja? Das lebendige Leben, das wird da befragt. Und zwar von beiden Seiten. Ja? Keiner kennt den letzten Ratschluss und die Gesetze des Lebens vollständig. Wir alle sind da am Erforschen. Und der eine kennt davon ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und wir alle sind im Mitgefühl vereint, wenn wir uns darum bemühen, die zur Kenntnis zu nehmen. Ja? So, und dann kommt die dritte Niederwerfung und dann gehen wir zurück aus dem Interview und dem Doksan-Setting in die Gemeinschaft der Übenden, Sangha. Und die verdient auch unsere Niederwerfung, unsere Ehrung, weil diese Gemeinschaft der Übenden ist der größte Schatz, den wir haben. Weil wir würden nie im Leben ohne diese Gemeinschaft so tief in die Übung einsteigen. Es gibt einige Hochbegabte, die das hinkriegen, alleine 10 Jahre auf irgendeinem Berg in Tibet zu sitzen und dann mit lang gewachsenen Fingernägeln aus der Höhle rauszukommen und den letzten Ratschluss der Schöpfung erfasst zu haben. Aber das sind echt Ausnahmen. Ja.
so Leute wie wir, die wir so im Alltag stehen und uns mit Kindern, mit unseren Kindern befassen, die auch nicht immer nur Freude bereiten. Also da ist die Unterstützung der Sangha einfach unheimlich schön, dass wir das haben. Deshalb genießen wir diesen Aspekt des Sessions auch immer besonders, ja? Dass wir getragen werden von den anderen. Und wir sind ja auch bereit, durch das Mittragen der Rituale beispielsweise dazu beizutragen, dass andere sich auf den geschützten Rahmen dann verlassen können. Ja? Wenn hier einer ausflippt, was ab und zu mal passiert, ja, dann halten wir den Rahmen, dass der sich trotzdem im Vertrauen bewegen kann und weiß, also da kommt auch noch was anderes. Ja? Und wir sind da mit unserem Mitgefühl dabei. Oder wie ich da auf meinem ersten Session, wo ich nur gedacht habe, diese Versammlung von Sadomasochisten, das ist ja entsetzlich und nur weg wollte, kein Handy gab's, Telefon war weggeschlossen, Taxen waren nicht da. Ich dachte, ich komme da nicht weg aus dem Ort. Ja. Und da gab es da einen Lichtblick, Frau Cornelius, eine ältere Dame aus Hamburg, die saß mir gegenüber und die beamte mir immer ihr Metta rüber. Ja. So, naja, der hat es echt schwer und... Aber wir wollen ihn doch hier irgendwie unterstützen und helfen und so. Und die hat mir immer so aufmunternd und zuspruchgebend zugelächelt, ja. Und na, wenn ich da losgehumpelt bin an der Seite von Bunzan, dem Rinzai-Mönch aus dem Myoshinji, dann hat sie mich so mit liebendem Blick angeguckt und das hat mir bei Weitem mehr Mut gegeben und mehr mich aufgebaut als die Aufforderung von dem Mönch. Elfenartig aufzustehen statt mein Gehumpel und so, das konnte ich mir in dem Moment gar nicht angucken. Also, da war das schön, so Frau Cornelius so zu sehen, aha, die hält da wirklich zu mir mit ihrem ganzen Mitgefühl. Ja? Ja, und das ist eben der Schatz von Sangha. Ja? Ich alleine, ich hätte abgebrochen. Und wir würden hier nicht zusammensitzen, ganz klar. Ne? Ich hätte irgendwas anderes gemacht, Florettfechten oder sowas, aber nicht Zen. Ne? Ja, okay, also. Diese drei Kostbarkeiten, die halten wir in Ehren. Und wenn andere sich darüber erheben, dann ärgern wir uns nicht darüber, sondern dann bedauern wir die, weil sie das noch nicht kennengelernt haben. Ja. Dann gibt es aber immer wieder, das liest man dann bei Rinzai und so weiter, schlag den Sambhogakayas, den Patriarchen, den Buddhas die Köpfe ab. Sie sind nichts anderes als Anbindeflöcke für blinde Esel oder sowas. Ne? Boah, dann ist man überrascht, also wie da so über den Buddha Dharma Sangha so geredet wird. Ja? Und da ist dann wichtig, dass wir wissen, dass darin auch eine Gefahr liegt, in der Verehrung, der einfachen, unbefangenen Verehrung von Meistern und solchen Vorbildern und oh, der große Buddha, was der in die Welt gesetzt hat und so und ich armes kleines Licht. So, und da sind die Meister streng mit uns, wenn wir diese Heilignummer fahren, wenn wir da irgendwie uns von Konzepten einwickeln lassen und uns nicht mehr auf die eigene Kraft besinnen, sondern in so eine komische Abhängigkeit reingehen. Womöglich noch mit einem Lehrer, der auch abhängig von uns ist. Ja? Das beschreibt Rinzai ja sehr schön bei dem Gastgeber und Gast, die vier Arten sich da zu begegnen. Ne? Also wenn Gast und Gast sich begegnen, ein abhängiger Lehrer und ein Schüler, dann werden die Halskrausen ausgetauscht. Ja? Und da kommt da keiner voran. Da muss irgendwie Tacheles geredet werden. Also weg mit den Konzepten. Und
Zen ist ja auch deshalb so lebendig und lebensfroh, weil es keinerlei Konzept letzten Endes wirklich folgt. Wir machen hier unsere Achtsamkeitsübungen, wir wissen, das sind alles Achtsamkeitsanker, aber daraus jetzt einen eigenen Lebenszweck zu machen, da kommt keiner auf die Idee. Also Konzepte sind nur Konzepte, sie sind wie Landkarten oder GPS und so, kann man nutzen, ja, muss man aber nicht, um sich im Leben kümmern zu machen. Deshalb, wenn ihr gebunden seid und gehemmt werdet durch die Vorstellung, nur ein Buddha könnte euch erlösen oder sowas, weg mit dem Knaben, ja. Triffst du Buddha unterwegs, schlag ihn tot, heißt es in manchen Kursen. Das ist Buddha, ne? Ja, der heilige Buddha und so weiter. Und dann kommst du da zu irgendeinem Meister und dann sagt der Buddha, ein vertrockneter Scheißstock, den du da verehrst. Da kannst du ganz schön baff sein, wenn du sowas hörst. Ja? Das wird getan, damit du wieder auf die Spur kommst, dich selber drum zu kümmern. Ne? Und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ja? Also, deshalb steht hier auch noch dieser letzte Satz. Mir ist bewusst, dass ich jederzeit frei bin, die Erkenntnisse des Buddha aufgrund meiner eigenen Erfahrung im Hier und Jetzt zu überprüfen. Das hat der Buddha immer empfohlen in seiner berühmten Rede da an die Kalama. Ne? Da sagt es, die sagen, da sind schon so viele Lehrer durchgekommen und immer haben sie uns empfohlen, ihren Weg da zu gehen und jetzt kommst du und empfiehlst uns schon wieder was anderes und so. Was sollen wir bloß machen? Wir sind total verwirrt. Ja, sagt er, Leute, prüft es. Überprüft es selber. Nehmt meine Lehre, überprüft sie. Und wenn sie euch nicht taugt, dann lasst sie. Ja? Ich kann euch nur sagen, das habe ich erfahren und das hat für mich in meinem Leben was gebracht. So. Ja, und das finde ich auch eine besondere Großherzigkeit der Buddha-Lehre, dass sie sozusagen Kritik an der eigenen Lehre und zwar auch Fundamentalkritik zulässt. Der Dalai Lama hat gesagt, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie der Buddha-Lehre mal wieder streiten sollten, dann würde er sofort dafür sein, dass sie entsprechend verändert wird, ja. Und bis hin eben das Konzept des Buddhismus insgesamt aufzugeben. Das ist total okay, aus unserer Sicht. Ja? Sagt das mal jemand, der andere Religionen vertritt, da gibt es ganz andere Reaktionen. Ja? Also bei uns gibt es so eine Prüfbereitschaft. Und das geht natürlich einher mit der Selbsterforschung. Die wird ja besonders gestützt und gefördert. Und in diesem Sinne geht ihr jetzt nach Hause in den Selbsterforschungsbereich. Und da wünsche ich euch produktive Erkenntnisse. Und dann lasst mal hören, was dabei rauskommt. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukka Sangha e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.